Hallo zusammen, es ist der 28. Januar, wir haben 17.50 Uhr und in diesem Clip geht es um die Deutsche Bank. Ich befinde mich auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets und was auch auf deren Homepage zur Verfügung steht und will mir mal mit euch die Deutsche Bank anschauen. Vor euch liegt der Chart vom 4.12.2015. Es sieht schon gruselig aus, aber ich traue mich gar nicht, den noch weiter nach links zu schieben, weil da sieht es noch schlimmer aus. Hier passiert ein bisschen was und ich möchte euch das gerne mal ein bisschen zeigen. Ich gehe näher ran. Ich habe hier eine Linie gezogen. Die mache ich jetzt mal ein bisschen größer, dass man die besser sieht. Diese hier, diese Linie, dieses Kursniveau, das haben wir schon seit geraumer Zeit, seit August letzten Jahres, beschäftigen wir uns immer wieder damit. Das ist die 8,40. Die war seinerzeit im August einmal Widerstand, dann nochmal Widerstand, zweimal. Dann haben wir hier ein bisschen mitgekämpft, dreimal. Dann war es auf einmal Unterstützung, viermal und da sind wir dran. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also diese Linie hat doch eine größere Wichtigkeit. Jetzt ist es so, dass vor zwei Wochen die Deutsche Bank hochgekauft wurden bis auf 10. Hooray! Da hat man kein einziges Stück mehr bekommen. Und dann ging sie relativ schnell am nächsten Tag dann auch deutlicher wieder runter. Sogar schon an dem, ich glaube es war ein Dienstag, ich bin mir nicht ganz sicher, ging es dann hier deutlicher runter. Sie hat jetzt bereits 15% verloren, ne, von den 10,1 Grad runter auf die 8,40. Aber ich halte das für insgesamt eine ganz gute Marke. Denn, wie gesagt, wir haben also hier diese Horizontallinie. Aber es dreht bei mir auch der Oszillator nach oben. Das mag ich ganz gerne. Und auch hier das MACD scheint sich zu stabilisieren. Heute war sie eine der besseren Werte. Momentan handelt sie bei 8,67. Und ich finde, das sieht so aus, als ob sie hier an einem Boden arbeitet, der über längeren Zeitraum Bestand haben könnte. Denn außerdem, was wir jetzt hier sehen, die Bänder sind breit. Ja, ist aber völlig in Ordnung. Sie haben einmal vom oberen Band zum unteren gelaufen. Normalerweise gesetzte Serie wäre, dass sie eine Korrektur machen bis zur Mitte des Bandes. Das wäre im Moment bei 9,21. Da müssen wir aber noch ein bisschen warten jetzt erstmal. Aber das sieht für mich ganz gut aus. Aber es kommt noch eins hinzu, was diesen Bereich für mich recht wichtig macht. Ich ziehe mal die Fibos hier an und dann landen wir hier ziemlich genau, das muss ich noch ein bisschen rüberziehen, bei dem 50er Retracement von dieser ganzen Bewegung, also von unten 6,75 hoch bis zu 10,08, landen wir ziemlich genau auf dem 50er Retracement. Direkt dahinter folgt bei 8,12, also das sind jetzt nur noch 50 Cent, die 200-Tage-Linie und danach gleicht das 61er Retracement bei 8,02. Es mag durchaus sein, wenn das gesamte Umfeld für die Börse schwächer ist, dass wir das nochmal ausschöpfen hier. Aber ich habe dennoch den Eindruck, dass diese Linie hier um die 8,40 zumindest eine gute Unterstützung darstellt. Und da müssen wir mal gucken. Zum Gucken habe ich mir, oder zum Spekulieren auf der Long-Seite, also nach dem Motto, ich habe jetzt recht und der Wert geht eher hier wieder seinen Weg nach oben, habe ich diesen Schein hier gefunden. Das ist ein unlimitierter, also zeitlich unlimitierter K.O.-Schein von der Hypovereinsbank und Markets mit der Basis 7,59. Da sind wir ungefähr hier. Da sind wir also weiter weg, deutlicher weit weg. Das geht natürlich zu Lasten des Hebels, der ist dann nur noch 8. Aber ich möchte mal sagen, das ist eine Position, die einen nicht den Schlaf raubt. Sagen wir es mal so. Die Kennnummer von diesem Schein ist die HR3HQV. Für die Leute unter Ihnen, die sagen, nee, die Deutsche Bank, das geht noch weiter runter und die brechen dieses Niveau hier und nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern auch noch das 61er, muss ich natürlich auch einen Short empfehlen, sprich einen Put. Den muss ich allerdings über das hochlegen, der ist bei über 10,08. Und da muss ich sogar den Hebel noch ein bisschen weiter runternehmen, um da überhaupt hinzukommen. Und dann bin ich hier bei 10,13. Das ist dann mit Mühe und Not ein 6er Hebel. Das ist ebenfalls ein unlimitierter, sprich ein Open-End-Schein ohne Laufzeitende. Das ist die HZ6RUL. Vor dem Hintergrund von diesem Chartbild hier muss ich eher sagen, okay, Sie können diesen Bereich hier noch ausfüllen. Das ist durchaus möglich. Aber die Deutsche Bank erhält auch hier und da mal institutionellen Support, wie zum Beispiel von Fitch. Die Konsensschätzungen liegen in dem Bereich 10 bis 12. Und sie haben nur zwei Daten. Das eine ist nächste Woche am 4.2.
wird der Jahresabschluss bekannt gegeben und erst am 28.04. der Quartalsabschluss. Ich finde sie nicht mehr so oft in der Presse, wie das, sagen wir mal, vor 2 Jahren der Fall war, wo die also jeden Tag drin standen mit irgendwelchen Skandalen. Das hat sich zusehends beruhigt. Mir ist auch klar, dass durch Corona wahrscheinlich doch kräutlichere Kreditausfälle kommen werden. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir den Chart anschaue, habe ich den Eindruck, dass die hier irgendwie an einem Boden bastelt, der also auch über mehrere Monate Bestand haben sollte. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.